Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Andreas Ronnecker, ich bin Produktexperte hier im Autohaus Paul Lüske und ich habe heute das große Vergnügen, euch den neuen GLE 580 zeigen zu dürfen. Zur Markteinführung des neuen GLEs haben wir bereits ein Video gemacht, das hat Julius moderiert, das verlinke ich euch mal hier oben, denn wir werden uns jetzt nicht um jedes Detail des GLEs kümmern, sondern wir kümmern uns heute um den GLE 580, speziell um den Motor. Warum heißt es jetzt 580? Es gab doch auch noch den 500er, dann gab es ja noch die 560er Motoren. Jetzt mittlerweile 580 und zusätzlich werfen wir noch mal einen Blick auf drei interessante Ausstattungsdetails. Das wäre erstens das eActive Body Control Fahrwerk, zweitens das Burmester High-End Soundsystem und drittens das Phone Paket Plus mit dem MBUX Tablet. Also bleibt dran, direkt nach dem Intro geht's los. Wir starten mit dem Motor. Lasst uns jetzt zum Anfang noch einmal über den Motor sprechen. Wir haben hier beim GLE 580 einen 489 PS starken Verbrennungsmotor in Kombination mit einem 22 PS starken Elektromotor. Das heißt, wir haben auch ein 48 Volt Bordnetz und haben dadurch auch die EQ Boost Funktion. Drehmomentstechnisch leistet der Motor 700 Newtonmeter und der Elektromotor nochmal 250 Newtonmeter obendrauf. Also auf jeden Fall sehr, sehr performant das Ganze. Warum heißt es denn jetzt GLE 580? Gut, reisen wir mal etwas zurück zum vorherigen Baujahr. Damals gab es ja noch den GLE 500, damals mit 408 PS. Dann jetzt, seit einiger Zeit in der S-Klasse, gibt es auch den S560 bzw. den 560er Motor. Dieser hat aber im Vergleich zum 580er kein 48 Volt Bordnetz und kein EQ Boost. Ja, beim 560er haben wir hier den M176, den finden wir hier so auch wieder, bloß halt mit der Erweiterung 48 Volt Bordnetz, EQ Boost und ISG. Besonderheit dadurch, wir haben gar keinen Riemtrieb mehr beim 580er, weil alle Komponenten oder alle Zubehörkomponenten elektrisch angetrieben werden. Das sorgt dafür, dass die Bauform vom Motor nochmal deutlich kleiner wird und wir den Motor nochmal anders positionieren können, um einen anderen Schwerpunkt vom Fahrzeug zu bekommen. Zusätzlich haben wir jetzt beim GLE 580 auch die Zylinderabschaltung, die sogenannte Camtronic, mit dabei. Das heißt, von den hier 8 verbauten Zylindern werden 4 abgeschaltet in einem Drehzahlbereich zwischen 900 und 3250 Umdrehungen. Diese werden dann drehmomentfrei wieder zugeschaltet. Das heißt, man merkt als Fahrer nicht, ob jetzt alle 8 Zylinder mitlaufen oder nur 4. Halten wir also abschließend fest, der GLE 580 heißt 580, weil er quasi dem Motor, den M176, des 560er oder der 560er Motorisierung nutzt, diese aber zusätzlich noch um das 48 Volt Bordnetz mit ISG erweitert und wir dadurch auch quasi die EcoBoost-Funktion mitbekommen haben. Deswegen GLE 580. Ja. Kommen wir nun zum eActive Body Control und ja, dem bekanntesten Feature vom eActive Body Control, den Freifahrmodus. Vorbei. Ja, Bestandteile des eActive Body Controls sind neben dem Freifahrmodus, den ich euch jetzt gerade gezeigt und den ihr vielleicht auch gehört habt, der hat ja eine ganz typische Soundcharakteristik, gehört auch der Road Surface Scan. Das bedeutet, wir haben oben eine 3D-Kamera, die die Fahrbahnoberfläche vor uns scannt und quasi Schlaglöcher und Unebenheiten erkennt und das Fahrwerk darauf schon vorbereitet, so dass wir darüber sehr leicht hinweggleiten können, weil das Fahrwerk halt einfach schon weiß, was auf das Fahrwerk zukommt. Gut, weiter dazu gehört auch der Curve-Modus. Ja, es gibt verschiedene Fahrmodi, die wir anwählen können. Hier finden wir unter anderem auch den Curve-Modus. Der ist vor allem für sehr kurvige Straßen geeignet, weil das Fahrzeug aufgrund des hohen Schwerpunktes, weil es sich ja um ein SUV handelt, sich ja sonst immer in der Kurve nach außen lehnen würde. Haben wir beim Curve-Modus die Möglichkeit, dass wir hier einfach uns quasi mit dem Fahrzeug in die Kurve legen können, wie ein Motorradfahrer. Und das Ganze sorgt dann dafür, dass wir einfach viel bequemer kurvige Landstraßen begegnen können und ein deutlich angenehmeres Reisen haben. Ja,
Beim eActive Body Control handelt es sich nämlich um ein elektrohydraulisches Fahrwerk. Das sorgt dafür, dass das ganze Fahrwerk sehr, sehr performant und sehr, sehr schnell reagiert. Es ist jetzt nicht wie bei einem Airmatic oder bei einem Luftfahrwerk, dass das Fahrzeug erst noch auf einen bestimmten Druck im System aufbauen muss oder ähnliches, sondern hier, wir haben wirklich permanent den Öldruck da und haben immer die Möglichkeit, das Fahrwerk anzupassen. Zusätzlich dafür gibt es auch noch die sogenannte Einzelradsteuerung. Ich hoffe, es kommt jetzt auf der Kamera einigermaßen richtig rüber. Und zwar, ich komme euch mal ein bisschen entgegen und lege das Fahrzeug mal auf der linken Seite ab. So, jetzt haben wir das Fahrzeug hier mal ein bisschen gekippt. Ich mache es rechts mal hoch, damit es noch ein bisschen deutlicher wird. Ich hoffe, ihr könnt es auf der Kamera sehen. Wir haben jetzt sehr viel Schräglage. Jetzt fahren wir das rechts nochmal runter und fahren es dafür auf der linken Seite hoch. Ja, und so haben wir halt die Möglichkeit, über die Einzelradansteuerung immer den idealen Bodenfreiheit auszuwählen. Ja. Abschließend zum eActive Body Control sei noch gesagt, wir haben hier auch einen Unterfahrschutz mit verbaut, der dafür sorgt, dass wir quasi von Steinen oder dicken Ästen und so weiter geschützt bleiben und wir uns so den Unterboden nicht zerstören. Wir haben hier Stahlplatten untergeschraubt, die halt dafür sorgen, dass nichts durchdringt. Dann lasst uns jetzt noch einmal über das Burmester High-End Soundsystem sprechen. Im Video ist es natürlich immer etwas schwierig, den Klang und alles rüberzubringen. Deswegen sprechen wir jetzt hier erstmal über technische Details und ich zeige euch mal ein paar Lautsprecher bzw. wo diese Lautsprecher verbaut sind. Also fangen wir erstmal an mit der Technik. Wir haben 25 Lautsprecher inklusive Subwoofer hier in diesem Fahrzeug, was echt schon eine ganze Menge ist. Dazu natürlich dann ein 26-Kanal-Verstärker mit digitalen und aktiv analogen Filtern. Wir haben eine VIP-Sitzplatzfunktion. Das bedeutet quasi, dass der ganze Ton im Fahrzeug darauf ausgelegt wird, ja, diesen VIP-Sitzplatz ideal zu beschallen. Das kann der Fahrersitz, das kann aber auch der Beifahrersitz sein. Das können wir in den Menüs einzeln einstellen. Dann gibt es 5 Sound-Presets für das allgemeine Soundambiente hier im Fahrzeug. Das wären zum Beispiel Pure, Live, Easy Listening, Surround oder 3D. Dann haben wir noch die sogenannte Geräuschkompensation, VNC genannt, und eine Gesamtsystemleistung von 1590 Watt. Ja, das Ganze sorgt für einen Klang wie bei richtigen Luxusmusikanlagen zu Hause im Wohnzimmer, bloß das Ganze halt auch hier im Fahrzeug. Wie gesagt, wir haben 25 Lautsprecher verbaut, unter anderem auch im Dachhimmel, in den Spiegeldreiecken und so weiter. Und die Lautsprecher habe ich euch wahrscheinlich jetzt schon, während ich drüber rede, hier mal an der einen oder anderen Stelle im Video eingeblendet. Gut, das jetzt erstmal zum Burmester High-End Soundsystem. Ja, kommen wir nun zum letzten Punkt des heutigen Videos, das Formpaket Plus und was da so alles drinne steckt. Ja, wir haben erstmal hinten an den beiden äußeren Sitzplätzen sogenannte Komfortsitzplätze, die halt einfach nochmal ein bisschen komfortabler gestaltet sind über einstellbare Kopfstützen. Ihr könnt es jetzt vielleicht im Video sehen, ich kann die hier quasi so ein bisschen anwinkeln und kann die in verschiedene Winkel stellen, ja, um mir halt quasi hier meine Kopfstützen ideal einstellen zu können. Des Weiteren haben wir aber auch noch verstellbare Seitenwangen und eine verstellbare Neigung. So viel jetzt erstmal zu den Sitzeinstellungen. Das eigentliche Highlight beim Formpaket Plus ist aber das MBUX Tablet. Und dieses finden wir in der Mittelkonsole. Ich klappe die mal runter. Und ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, wir wechseln einmal kurz die Kamera. Wir finden das MBUX Tablet in der hinteren Mittelkonsole, die wir quasi auch als Armstütze nehmen können. Ich klappe das Ganze jetzt mal etwas hoch, damit das in euer Bild mit reinrutscht. Ich werde es vielleicht zwischendurch nochmal etwas vergrößern, damit ihr es besser sehen könnt. Was jetzt auffällt ist, wir haben hier 1:1 den gleichen Menüaufbau wie vorne auf dem Hauptsystem. Wir haben hier jetzt auch eine Touchfunktion. Wir können hier jetzt quasi durchswipen. Wir können jetzt verschiedene Medien wählen. Wir können auch hier jetzt zum Beispiel noch zusätzlich von einem USB-Port Daten abrufen oder ähnliches. Wir haben halt die komplette Menüführung wie auf dem Hauptsystem. Interessant wird es jetzt, wir müssen uns nämlich nicht nur in dieser Mercedes-Welt hier bewegen. Wir haben auch die Möglichkeit, das MBUX-System zu verlassen, hier auf dem letzten Punkt. Wenn wir das jetzt getan haben,
kommen wir auf die normale Android-Oberfläche hier von diesem System und haben sogar die Möglichkeit, uns Apps zu installieren oder ähnliches. Ja, aber welche Funktion bietet jetzt überhaupt dieses Tablet hier hinten? Also, einerseits haben wir die Möglichkeit, dass wir über dieses Tablet, ich gehe mal einmal kurz zurück ins Mercedes-System, über Komfort, können wir uns die Sitzeinstellung vornehmen, beziehungsweise die Sitzheizung und die Farbe vom Ambientelicht. Wir hätten hierüber jetzt auch die Möglichkeit, im Internet zu surfen, über diese Internet in the Car Funktion, über Connect Me. Und was wir auch noch können, ich zeige das noch einmal hier vorne, wir können das Tablet sogar aus der Halterung entfernen. Hier oben haben wir verschiedene Tasten. Ja, einmal den Ein- und Ausschalter auf der rechten Seite und hier auf der linken Seite die Taste zum Entnehmen. Die drücke ich jetzt mal. Ja, habt ihr es gesehen? Und schon kommt es mir entgegen und ich habe jetzt hier quasi ein Tablet, was kabellos mit dem Auto verbunden ist, was ich mir jetzt auch nochmal woanders hin tun kann oder woanders hinhängen kann und darüber die Funktion vom Fahrzeug zu steuern. Was natürlich außerdem auch noch funktioniert, ist die Bedienung der Klimaanlage. Die finden wir auf der Unterseite. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sehen, rechts ist auf High. Es könnte vielleicht ein bisschen warm sein, oder? Bei den aktuellen Temperaturen. Wie viel haben wir jetzt gerade? 32 Grad. Es ist 11 Uhr. Das ist natürlich schon wieder richtig schön, richtig motivierend. Machen wir mal hier die schöne, angenehme 20 Grad rein und gehen wieder zum Hauptmenü zurück. Ja, das ist das sogenannte M-Box Font Display und das sind die Funktionen, die ihr damit habt. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Infos mitgeben, euch ein paar interessante Sachen zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal hier abonniert und auch, um auch keine zukünftigen Videos von uns mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Und ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen.